Ein Engel des Herrn kommt, um das Wasser aufzuwallen, und der, der als erster das Wasser erreicht, wird geheilt. Man versteht nicht ganz, warum dieser Vers in unserem Evangelium hier in der Leseordnung herausgeschnitten ist. Warum tut Jesus das nicht einfach? Er könnte hingehen, diesen Mann, der schon länger krank ist, als Jesus lebt, er könnte hingehen und diesen Mann einfach als Ersten ans Wasser bringen. Dann würde er geheilt. Jesus tut das nicht. Er ist kein anonymer Helfer. Auch wenn er sich dann vor der großen Menschenmenge am Ende zurückzieht. Es ist das Evangelium, das uns wiederum deutlich macht im nächsten Zeichen Jesu hier bei Johannes, dass Jesus selber die Quelle der Heilung ist. Er ist der Heiland. Wo er hinkommt, wird alles gesund. Auch wir, wenn wir denn wollen. Adrian von Speyer sagt zu dieser Stelle, man kann sich in der Krankheit so einrichten, dass daraus ein System wird. Als Voraussetzung will Jesus, dass man wirklich erkennt, dass man krank ist und dass man wirklich krank ist und dass man gesund werden will. Und vielleicht, so sagt auch von Speyer, die nötige Naivität hat, an die Heilung zu glauben. Dieser Mann glaubt an seine Heilung immer noch, fast 4 Jahrzehnte. Aber er hat halt niemanden. Muss das nicht unsere Situation werden? Von Christus nicht nur alles zu erwarten, sondern auch mit einer gehörigen Naivität von ihm alles zu erwarten. Dass wir uns zuerst wirklich als krank und bedürftig erkennen und wirklich gesund werden wollen. Uns nicht in dem, wir arrangieren uns so schnell. Wir sind Gewohnheitsmenschen. Leider arrangieren wir uns auch mit allen möglichen Lastern. Auch mit Untugenden. Das geht so schnell und in der Regel geht es sehr schleichend. Und dann jahrelang, wie wird man das wieder los? Aber Jesus fragt auch uns, willst du gesund werden? Und wir können ihm in so unmittelbarer Art begegnen, wenn wir sein Wort zur Hand nehmen und es lesen oder wenn es uns verkündet wird in den Sakramenten, die fast seit 2000 Jahren durch diese salzige, verdorbene Welt sich ziehen wie ein heilender Strom. Zuerst manchmal nur ein kleines Rinnsal, aber dann ein Strom, den man durchschwimmen muss. Dazu ist er gekommen. Dazu wirkt er die Erlösung und das Heil. Dass diese Quelle aus seinem Inneren hervorbricht. Er sagt das von sich einmal. Aus meinem Inneren werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Jesus ist Tempel Allerheiligstes, die heilende Quelle, Heiland, alles in einem. Und wir müssen uns nur diesem Strom aussetzen, uns von diesem Strom immer wieder neu benetzen lassen, damit wir selber heil werden und, wie es der Prophet Ezechiel sagt, Frucht bringen.